Alle Welt da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das sich um Bürgerwehren dreht. Und zwar möchte ich damit eigentlich ein Reaction-Video machen auf Thomas Gast, weil ich bei dem das Thema gesehen habe und er hat klar gesagt, ich fasse mal zusammen, guckt euch das Video an bei ihm, Bürgerwehren, nein, das ist ja quasi Anarchie. Da können schlimme Dinge passieren. Wir haben auch schlechte historische Erfahrungen mit solchen Dingen. Das eskaliert, das ufert aus. Das ist Selbstjustiz und damit verlassen wir das staatliche Gefüge. Und das kann ganz böse ausgehen. So, und da habe ich zwei Antworten drauf. Nein, wir brauchen Bürgerwehren. Ich sage ganz klar, Bürgerwehren ja. Aber ich gebe ihm recht. Das klingt ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich will das versuchen, folgend zu begründen. Gehen wir mal rein in die Theorie, warum hat der Staat ein Gewaltmonopol? Der Staat hat ein Gewaltmonopol, weil wir es ihm geben. Wir haben mit dem Staat einen Vertrag. Wir verzichten auf die tribalistische Gesellschaft, die wir früher hatten, auf Selbstjustiz, auf Auge um Auge, Zahn um Zahn etc., auf Blutgeld und so weiter und so fort. Wir übertragen dem Staat diese Macht und akzeptieren, dass wir diese nicht mehr ausüben. In der Hoffnung, dass wir dadurch eine zivilisiertere Gesellschaft, eine bessere Gemeinschaft haben, die gerechter und unblutiger agiert. Deshalb hat unser Rechtssystem eben auch die Pflicht dazu, nicht nur jemandem die Chance zu geben, dass er sich nach der Strafe rehabilitiert. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? Aber vor allen Dingen auch, ja, Sühne. Also auch die Bestrafung für die Gemeinschaft. Allein das kommt heute meiner Ansicht nach häufig zu kurz. Ja? Da wird gesagt, ja, Strafen bringen sowieso nichts und dann lass uns doch lieber gucken, dass wir aus dem Täter ein Opfer machen und dann helfen wir immer wieder in die Gesellschaft rein. So edel der Ansatz vielleicht im Gesetz sich sein kann, die Bestrafung ist ein wichtiger Teil. Und ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was passiert in Frankreich? Nein, was passiert nicht in Frankreich, sondern auch in Deutschland und anderen Staaten? Der Staat hat diesen Vertrag einseitig und böswillig aufgekündigt. Das ist meine Argumentation und zwar vor langer Zeit schon. Der Staat hat ihn aufgekündigt, indem er über Jahrzehnte Migranten ins Land geholt hat, die kulturfremd, nicht passungsmäßig und zu Teilen kriminell und staatsablehnend sind. Dieser Staat hat das bewusst über Jahrzehnte gefördert. Er hat nicht dafür gesorgt, dass die Integration funktioniert. Und wenn dieser Staat erkannt hätte, dass die Integration trotz der Bemühungen nicht funktioniert, ja, so hätte er es auf jeden Fall versäumt, die Migration zu stoppen, um diesen Zustand einzudämmen. Nochmal, der Staat hat diesen Vertrag einseitig aufgekündigt. Und Thomas Gast sagt, das führt in die quasi so die Anarchie und einen Zustand, den wir nicht wollen. Und dann geraten diese Gruppen außer Rand und Band. Und ich gebe dir recht, ja. Das ist so. Nur ist es jetzt wie folgt. Wir finden uns jetzt hier in einem rechtsfreien Raum wieder. Guckt euch in Frankreich an. Da schützt euch kein Polizist. Der Staat kann es nicht. Selbst wenn er es wollte. Und ich habe am Willen teilweise einen Zweifel der Regierung in Frankreich. Und der Staat will es nicht. Er hat diesen Vertrag einseitig aufgekündigt. Und in diesem Falle fallen wir automatisch zurück in die tribalistische Gesellschaft. Clan gegen Clan, das Recht und das Gesetz des Stärkeren. Das inkludiert natürlich wieder einen blutigen, ungerechten Zustand, den wir vorher hatten. Genau davon wollten wir ja weg, als wir einen Staat gegründet haben und ihm die Macht, das Machtmonopol übertragen haben. Aber dieser Staat nimmt einseitig diesen Vertrag nicht mehr wahr und das schon seit längerem. Und jetzt, in diesem Moment, kommt es richtig zum Tragen. Vorher war das immer noch so, ja, okay, hier eine Massenvergewaltigung, da ein paar Leute abgestochen und die Gesellschaft hat stillgehalten. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist dieser Zustand vorbei. Wir haben jetzt pure Anarchie in den Straßen. Und diesen Zustand, den der Thomas fürchtet, den haben wir jetzt. Und so sehr ich ihm auch recht gebe, dass es so nicht sein sollte, und dass es Selbstjustiz ist und der Staat es machen sollte, wenn wir eine solche Organisationsform wählen wollen und es nicht in irgendeiner Form krass libertär machen oder so, dann gebe ich dem Thomas an der Stelle recht, aber es ist ja nicht so. Und in diesem Falle, es kommt leider hier Wind auf, in diesem Falle
bleibt dem Bürger ja nur die Möglichkeit, sich selbst zu schützen. Er hat ja keine Wahl mehr. Er hat ja keine Möglichkeit mehr. Natürlich kann er sich von der Illegalität überrollen lassen oder er geht selbst in die Illegalität, um der Illegalität zu begegnen. Und jetzt kann man sich überlegen, lasse ich meine Lieben abschlachten im Zweifelsfall, mein Haus abrennen oder verhalte ich mich ebenfalls illegal, um die Illegalität zu stoppen? Es ist ja eine Notwehrsituation, die hier meiner Ansicht nach vorliegt. Natürlich kann die missbraucht werden, gar keine Frage. Und dann werden da auf einmal Strukturen raus, die keiner haben will. Keine Frage. Aber die Strukturen, die wir jetzt haben, reichen ja schon, die wollen wir auch nicht haben. Und solange der Staat mich nicht schützen kann, bin ich in einer Notwehrsituation. Wenn ich im rechtsfreien Raum bin, dann muss ich mich selber schützen. Das kann ich, indem ich mich wieder tribalistisch organisiere. Ja, und dann kommen wieder Clans und Banden und Gangs zum Vorschein. Und das ist genau die Fragmentierung, von der ich spreche. Der Staat erodiert damit zunehmend. Und das Tribalistische übernimmt die Macht. Und wir haben wieder Zustände, die wir eigentlich aus gutem Grunde mal aufgegeben haben. Das ist aber nicht die Schuld des Bürgers. Der Bürger tut das, was er tun muss, um seine Familien vielleicht zu schützen. Ja, vielleicht geht es auch darüber hinaus. Aber der erste Gedanke ist ja, das sind die Verteidiger in diesem Fall. Die sich nämlich schützen. Natürlich wird es auch Sachen geben, dass die Leute sagen, wir gehen mal rüber und mischen ein paar Leute auf. Klar, aber das ist nicht die Schuld in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, der Bürger. Auslöser ist, dass der Staat seinen Vertrag einseitig aufgekündigt hat, ihn nicht mehr wahrnimmt und uns im rechtsfreien Raum lässt. Und dementsprechend gilt für mich das Gesetz von Notwehr. Und noch nicht mal ein Gesetz von Notwehr im Sinne von staatlich, sondern das naturalistische. Niemand hat das Recht, mir das Leben zu rauben oder mein Gebäude abzufackeln. Niemand hat das Recht, mich zu dominieren, mir körperlichen Schaden zuzufügen, meine Töchter zu vergewaltigen oder sonst was. Dieses Recht nehme ich völlig außerhalb eines Staates wahr. Dieses Recht gilt immer, es ist ein natürliches Recht. Niemand hat das Recht, mich zu töten, mich zu verletzen oder die meinen. Oder mir meine Dinge wegzunehmen. Völlig egal, welches Gesetz existiert. Und darin fallen wir in dem Moment meiner Ansicht nach zurück. Das ist vielleicht nicht schön, es könnte besser sein, aber es ist im Augenblick der einzige Gang, wenn du nicht akzeptierst oder akzeptieren willst, dass dir Schaden zugefügt wird. Und damit sage ich ja, Bürgerwehr ja. Als Notwehrreaktion, weil nichts Besseres da ist. Ist die Bürgerwehr deshalb gut? Nein, es könnte besser sein. Es sollte anders sein, aber es ist nicht so. Und dementsprechend, obwohl ich ihm prinzipiell zustimme, widerspreche ich dem Thomas Gast und sage, doch, Bürgerwehr ja. Ja, was meint ihr denn? Schreibt es in die Kommentarbereiche, teilt bitte das Video, ich bin sehr gespannt. Bitte Glocke aktivieren, ihr kennt das. Bitte dann auf Getter.com, den Lone Wanderer. Bitte auf Twitter, EinsamerWanderer4. Bitte auf Telegram.com, der Einsame Wanderer. Und natürlich auf YouTube, Einsamer Wanderer. Und die ganzen anderen Portale wie Frei3, BitChute, Odyssey. Ihr werdet mich finden an den meisten Stellen. Und an ein paar Stellen bin ich sogar, aber da bin ich inaktiv. Das kommt irgendwann später, wie Rumble oder so. Aber da bin ich faktisch nicht aktiv. Ja, schreibt's mal rein, pusht mich ein bisschen und ich mache mich jetzt erstmal fertig.